Was können wir eigentlich mal direkt machen? Ja, sehr schön. Haben wir uns direkt mal ein paar Münzen geholt. Das ist doch mal was Feines. Noch eine Münze mehr. Super. So, hier wollen wir nicht rein. Boah, Charge-Viecher. Ihr seid eklig. Ach, ihr seid ganz doll eklig. So, nein, die will ich nicht. Die Zecke kann man aufheben. Dann haben alle Bosse 15% weniger Life. Man kriegt ein Herz. Also ein Herz geheilt und was noch? Genau. Und man kann keine anderen Trinkets mehr aufheben. Mein Gott. Ich habe einer vergessen. So, was haben wir hier? The Game Kit. Ist jetzt eigentlich nicht schlecht. Könnten wir auch mal wieder mitnehmen. Mit dem The Game Kit werden wir zu einer Art Pac-Man. Können uns in die Gegner reinfressen. Die Gegner fliehen aber für uns. Und für alle paar... Oh ja. Für alle paar Räume heilen... für alle paar Gegner, die wir töten, heilen wir uns. Das Item ist aber sowieso um einiges besser. Nämlich das Book of Revelations. Damit können wir uns alle paar Räume ein blaues Herz spawnen. Das ist immer wieder schön. Hätte ich vielleicht mal eher machen sollen, bevor ich hier reingehe. Naja, egal. So, hier haben wir noch die Karte Chariot. Die macht uns auch unbesiegbar. Oh nein, stirb. Stirb, 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 stirb. Sehr schön. Sehr gut. So, noch ein Herz. Her damit. So, ich hoffe mal, wir kriegen jetzt noch einen Schlüssel. Aber... wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben ja noch ein paar Räume vor uns hier. Müssen dann zwar nachher nochmal zurücklaufen. Aber... das ist ja nicht ganz so tragisch eigentlich. Ach du Scheiße. Da bin ich aber von jedem Scheiß getroffen jetzt gerade. Schlüssel? Nee, Herz und Bomben. Schade. Schade, schade. Gut, dann müssen wir wohl nach oben lang und hoffen, wir kriegen Schlüssel. Ansonsten sieht's übel aus. Dann können wir nämlich nicht den Shop aufmachen und ich will auf jeden Fall den Shop aufmachen. Ach du Scheiße. Ja, von jeder Grützefliege hier getroffen. Komm schon, gib mir einen Schlüssel. Ach, das war doch die Kackpille, ne? Ja, Speeddown. Ne, die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht haben. Boah. Ganz schön tricky hier. Jawohl, da ist doch der Schlüssel. Jetzt gehen wir direkt mal zurück. Bevor wir jetzt hier großartig rumkaspern. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, aber so wie ich mein Glück kenne. Ja, wird da jetzt bestimmt Greed drin hocken. Mal gucken. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Na. Du triffst uns sogar noch, du Strolch, du. Aber können wir wenigstens unser Book aufladen. Und wir kriegen ein 50% Steam Sale, jawohl. Alle Items, die wir ab jetzt kaufen, kosten 50% weniger Münzen. Kommen ja nicht mehr so viele Shops, aber das ist auf jeden Fall trotzdem ganz gut. So, da oben ist der Boss. Ich bin gespannt. Wir haben noch unsere Karte, die können... Oh, eine Pille. Eine Pille for free. Komm schon. Ah, Bad Trip. Okay. Ja, Bad Trip Pille macht sofort ein Herz kaputt. Das war dann in dem Fall unser blaues. Pestilenz ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Boah, wir machen aber schon guten Schaden, muss ich sagen. Oh, ich bin echt überrascht. Yep, sehr schön. Wir kriegen natürlich wieder, wie immer, von den vier Reitern Cube of Meat. Dieses Item fängt Kugeln ab, wenn es, wenn es auf das Projektil trifft. Umkreist uns während der Zeit. Und wenn wir mehrere davon haben, können wir uns einen Meat Boy basteln. Dafür müssen wir aber mindestens drei Cube of Meat sammeln. Das heißt, wir müssen drei der vier Reiter töten. Bei einem vierten kriegen wir einen verstärkten Meat Boy. Das hatte ich aber bis jetzt auch erst einmal, glaube ich, oder zweimal. Kommt relativ selten vor. Also, ja. Wir gucken mal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja sogar noch einen. So, wo gehen wir denn lang? Oh, diese Viecher sind nicht nett. Nicht nett, gar nicht nett.
Denn die machen nämlich... Aua. Judgment habe ich ja schon mal erklärt. Oh, und diesmal haben wir sogar den coolen Bettler. Der nämlich Münzen von uns haben will. Können wir ruhig mal ein paar reinfeuern hier an den kleinen Boy. Gib uns doch mal... Ach, ja, warum nicht? Ach nee, das ist ja Mr. Boom. Gut, das wollen wir nicht haben. Mr. Boom ist einfach eine riesige Bombe, die wir legen können. Ist jetzt nicht so spektakulär. Brauchen wir jetzt nicht. Können wir nicht, brauchen wir nicht mitnehmen. Ich hatte gehofft, das sind einfach ein paar Bomben for free. Aber naja. Man kann nicht alles haben. So. Wir bräuchten aber einen Schlüssel. Das wäre nicht schlecht. Diese Viecher kann man nur hinten am Kopf treffen, hat man ja wahrscheinlich schon gemerkt. Sind ziemlich nervig. Aber man kann sie eigentlich ziemlich austricksen. So, gehen wir in den Shop rein? Ne, wir gehen erstmal in den Schatzraum. Scheiß auf den Shop. Scheiß doch auf den Shop. Scheiß doch auf den Shop. So. Gehen wir unten lang? Nöp. Gehen unter, vor allen Dingen, in dem Shop ist aber auf jeden Fall ein Shop drin. Denn wir haben nämlich einen kleinen Mini-Boss-Raum. Den sieht man da oben, oben links. Das heißt, wir können keinen weiteren Greed bekommen in dieser Ebene. Kanes Auge hat die Chance, pro Ebene, die wir betreten, den Effekt von dem Kompass auszulösen. Das brauchen wir nicht. Macht nicht viel Sinn, denn wir haben den Kompass ja sowieso schon aufgesammelt. Macht also in dem Fall jetzt nicht so viel Sinn. Haben wir beim letzten Mal, als wir mit Kane gespielt haben, freigeschaltet. Ist auf jeden Fall ganz cool, aber da wir den Kompass haben, ist das, doppelt gemoppelt. Bringt nicht viel. So, ich hoffe, wir kriegen vielleicht noch einen Schlüssel hier jetzt von den kleinen Fliegenboys hier. Mal gucken. Komm schon. Nö. Das sind große Bomben, genau. Oder? Ne, das sind einfach Bomben for free. Okay. Schade. Nicht so super. Da hätte man auf jeden Fall lieber den Shop aufmachen können. Das ist Gluttony. Das ist die Völlerei. Auch einer der 7 Todsünden. Droppt jetzt nicht irgendwelche besonderen Items, soweit ich weiß. Ich glaube, das Yamhard kann er droppen. Ist jetzt nicht so besonders. Ja, droppt nur Herzen. Und eine Münze. Ja, wenigstens eine Münze. Besser als nichts. So, dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal gucken. Diese Viecher sind auch ziemlich nervig. Zack. Kann man aber hier in der Ebene, wo wir jetzt gerade sind, auf jeden Fall ziemlich gut ausnutzen. Auch vor allen Dingen mit unserem Skillshot hier. Komm schon. Ach. Kann ich dich echt nicht treffen, du... Na doch, kann ich. Ha. Ah, den habe ich jetzt auch mal weggenatzt. Jawohl, und die Bombe gibt uns sogar die Münze. Sehr schön. Oh, wir müssen uns hier ein bisschen länger aufhalten, als wir wollen. Sehr cool. Und ein blaues Herz. Und wir haben eine rote Kiste. Was ist da drin? Fliegen? Spinnen? Ein blaues Herz. Sehr schön. 2 blaue Herzen. Und gleich können wir uns noch sogar ein drittes machen. Denn wir haben jetzt gleich wieder unseren Item aufgeladen. Und wir machen unsere Herzen einfach mal wieder kaputt. Warum nicht? Ja, 1 ist schon kaputt. Ah, 1. Okay. Ich will eigentlich einen Schlüssel haben. Das ist echt schade. Wäre ich mal wieder nicht so vorschnell gewesen. Aber vielleicht ist hier der Secret-Raum. Mal gucken. Oh, was war das denn? Haben meine Fliegen gerade die Bombe mitgenommen? Nee, hier ist er leider nicht. Schade. Aber der kann ja auch noch hier sein. Bitte lass ihn hier sein. Ah, okay. Ich denke mal an, auch nicht schlecht. Ich nehme mal an, hier ist der auch nicht. Nee. Mr. Boom bringt uns auch nichts. Ich will aber einen Secret-Raum. Ich will einen Secret-Raum. Stirb. Stirb, gib uns einen Schlüssel. Nein, Tarotkarte. Gib uns ein Judgment.
Emperor. Emperor bringt uns in den Goldraum. Das können wir uns aufheben für die nächste Ebene. Oh, komm schon. Hier muss jetzt was... Ey, Pieper. Du bescheuertes Arsch. Kein Münz, kein Schlüssel. Ärgerlich. Ärgerlich. So, diese Viecher. Oh, wenn die jetzt keinen Schlüssel droppen, sieht's echt scheiße aus. Dann werde ich keinen mehr kriegen. Nee. Sieht nicht so gut aus. Nee. Emperor. Gut. Schade. Guppies Tail. Und Bomben. Guppies Tail können wir eigentlich mal mitnehmen. Ist nicht schlecht. Gibt uns eine erhöhte Chance, nach dem Beenden eines Raumes eine Kiste zu bekommen. Ja, was tun? Schade. Kommen echt nicht mehr in den Shop rein. Hätte ich das gewusst, dass da natürlich diese Bomben drin gewesen wären, dann wäre ich natürlich auch nicht da reingegangen. Ist klar. Ärgerlich. Ich gucke nochmal hier unten nach. Hier müsste eigentlich jetzt auch der Secret-Raum sein. Ja. Ja, da kriegen wir nochmal Münzen ordentlich. Ja, schade. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ja gut, können wir nichts machen. Wir gehen zum Boss, würde ich sagen. Die Karte Emperor können wir auf jeden Fall gleich nochmal gut gebrauchen. Können wir uns direkt in den Schatzraum porten. Das ist immer ganz cool. Und ja, jetzt gucken wir erstmal. Machen wir erstmal den Boss. Was haben wir hier? Oh, wir kriegen unseren kleinen Meatboy-Kopf schon mal fertig. Oh, jetzt kommen Bomben gespawnt. Nicht so außergewöhnlich hier. Boah, das war bitter. Oh mein Gott. Hier muss man aufpassen, denn die Bomben schubsen sich selbst weg. Boah. Jetzt wird er böse. Jetzt wird er richtig böse. Nämlich total schnell. Das hasse ich so an ihm. Boah, sehr schön. Gut. Nochmal geschafft. Und was haben wir hier? Den Cube of Meat. Der schießt jetzt auch, wenn wir schießen. Rote Kugeln. Ja, schade. Kein Schlüssel. Müssen wir in die nächste Ebene. Mal gucken. So, jetzt kommt auch nach der Ende der Runde, kommt, also nach dieser Ebene kommt schon Mutti. Da müssen wir uns schon mal merken. So, wir gehen jetzt erstmal hier unten hin. Denn ich will zuallererst in den Shop. Wenn ich überhaupt irgendwo hingehe. Boah. Diese Viecher nehmen einem auch ein ganzes Herz weg. Ist auch richtig fies. Sehr gut. Oh, kein Schlüssel. Schade. Ach, das ist ein grüner Stein. Ich habe mich schon gewundert. Seit wann spucken die Dinger denn grüne Bälle? Gut. Ne, wir benutzen jetzt erstmal den Emperor. Oh mein Gott, das war gar nicht das. Oh mein Gott, bin ich doof. Oh mein Gott, ich bin so ein Noob. Ja, ich bin ein Noob. Jetzt dürft ihr mich gerne richtig hart flamen. Wenn ihr wollt. Oh ja, das wird jetzt richtig bitter enden. Boah, das ist aber auch... Oh mein Gott. Oh ja. Gut. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen, wie es nicht geht. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ziemlich scheiße, ja. Vielleicht versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal mit Eve. Ich würde sagen, das war's mal wieder für heute mit Binding of Isaac. Hoffe, wie immer, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wünsche euch viel Spaß und sage ciao.